In diesem Video integrieren wir die Funktion x² mal eox mit Hilfe partieller Integration. Wir suchen also das Integral von x² mal e hoch x dx. Und an der Stelle fällt uns auf, dass wir ein Integral von einem Produkt suchen. Und wenn man so etwas sucht, dann ist die partielle Integration immer eine sinnvolle Regel, die man mal angucken könnte. Und diese Regel habe ich oben schon nochmal aufgeschrieben zur Wiederholung. Und bei der Regel ist es so, dass wir mit einem Integral starten und nach Anwendung der Regel immer noch ein Integral übrig haben. In der Hoffnung, dass das Integral, was wir hinterher übrig haben, einfacher ist als das Ausgangsintegral. Und das funktioniert so, dass wir bei der einen Funktion die Stammfunktion direkt bestimmen müssen, bei der anderen Funktion die Ableitung. Und typischerweise ist das so, dass eine Funktion durch bestimmte Ableitung einfacher werden soll und wir so immer einfache Integrale bekommen. Und mit dieser Grundidee im Hintergrund ordnen wir jetzt auch zu, was unser f und was unser g ist. G ist die Funktion, die links nicht abgeleitet steht und rechts doch abgeleitet steht. Das ist also die, die wir ableiten, die durch Ableiten einfacher werden soll. Und das ist die Funktion x², weil wenn ich x² einmal ableite, habe ich noch 2x. Und wenn ich das vielleicht später nochmal mache, wird es noch einfacher. Also das soll unser g von x sein. Das ist also g von x. Wenn das g von x ist, dann muss die andere Funktion entsprechend f' von x sein. Also das e hoch x ist f' von x. So, dann wenden wir die Regel an. Das ist also nichts anderes als f von x mal g von x. F von x, also die Stammfunktion von e hoch x, ist aber immer noch e hoch x. Und deswegen steht da x² mal e hoch x. Ich behalte die Reihenfolge des Integranten einfach mal bei, damit das übersichtlicher ist. Und ich schreibe einmal drunter, was was ist. Also das x², das ist g von x. Und das e hoch x, obwohl sich da nichts verändert hat, weil es halt die e-Funktion ist, ist jetzt aber unser f von x. So, machen wir weiter. Minus dem Integral von, jetzt brauchen wir das Integral von f von x ist wieder aber e hoch x. Und wir brauchen die Ableitung von g von x und die Ableitung von g von x ist 2x. Also ist das 2x mal e hoch x dx. Auch da schreibe ich wieder drunter, was was ist. Das ist g' von x und das andere ist an der Stelle jetzt f von x. So, was man jetzt machen kann, ist, man kann die 2 einmal rausziehen. Dann steht da also x² mal e hoch x minus dem Integral, minus 2 mal dem Integral von x mal e hoch x dx. Und an der Stelle sieht man, der Integrant ist zwar einfacher geworden, der ist von x² mal e hoch x zu x mal e hoch x, aber der ist immer noch nicht so einfach, dass wir direkt sehen, was die Stammfunktion ist. Das heißt, wir können das Ganze nochmal machen und wir wenden nochmal die Regel zur partiellen Integration an, in der Hoffnung, dass wenn wir es nochmal machen, dass es dann einfacher wird und das wird es auch. Da müssen wir dazuordnen, was ist was. G soll die Funktion sein, die einfacher wird durch Ableiten. Wenn ich x ableite, ist die Ableitung von x ist 1. Die wird also eindeutig einfacher. Das heißt, dieses x hier, das ist unser g1 von x. Ich nenne es jetzt mal g1 von x, damit es keine Verwechslung mit dem anderen g gibt. Und die andere Funktion, unser e hoch x, das ist wieder die Ableitung. Also das ist f1' von x. Ich nenne es auch wieder f1, damit es keine Verwechslung mit dem oberen gibt. Jetzt können wir also die Regel zur partiellen Integration nochmal anwenden. Das ist also x² mal e hoch x, da ändert sich nichts, minus 2 mal. Wichtig an der Stelle ist jetzt eine große Klammer zu machen, weil als das, was jetzt kommt, steht in einer Klammer und wir haben Minus vor der Klammer. Das heißt, hätten wir die Klammer nicht, wäre das ein Vorzeichenfehler. Und dann können wir jetzt die Regel anwenden. Wir haben also gehabt g1 von x und f' von x und wir brauchen jetzt f von x und also f1 von x und g1 von x. g1 von x ändert sich nichts. Das ist also x mal Stammfunktion von e hoch x, ist aber immer noch e hoch x. Da ändert sich auch nichts. Das schreibe ich einmal wieder drunter, was was ist. Also das hier ist g1 von x. Und das hier, dieses e hoch x, auch wenn wir keinen Unterschied sehen, ist jetzt f1 von x, also die Stammfunktion von e hoch x. Und es geht weiter. Das ist nach der Regel minus dem Integral von, wir brauchen wieder f von x, also in dem Fall f1 von x, das ist also e hoch x und wir brauchen die Ableitung von g von x, also Ableitung von x ist 1, also es ist 1 mal e hoch x dx. Ich schreibe es wieder drunter, was was ist.
diese 1 hier, das ist die Ableitung von x, das ist also g1' von x. Und das andere e hoch x, das ist f1 von x. Und am Ende nochmal die Klammer schließen. Und an der Stelle sieht man auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir müssen jetzt im nächsten Schritt nur noch das Integral von e hoch x bestimmen und das kennen wir schon. So, und damit vereinfachen wir das Ganze nochmal. Das ist also x² mal e hoch x minus 2 mal x mal e hoch x plus 2 mal, Achtung, wir auf die Klammer achten. Und jetzt brauchen wir das Integral von e hoch x. Das Integral von e hoch x ist aber e hoch x und das Ganze plus c, weil wir die Menge aller Stammfunktionen suchen. Und dann kann man noch einmal e hoch x ausklammern. Das ist also e hoch x mal x² minus 2x plus 2 plus c. Und damit haben wir die Stammfunktion gefunden. Wichtig bei diesem Beispiel ist, dass es sein kann, dass man die Regel zur partiellen Integration mehrfach anwenden muss. Wichtig ist, dass der Integrant dabei in jedem Schritt wirklich irgendwie einfacher wird. Zum Beispiel hier sind wir aus von x² mal e hoch x zu 2x mal e hoch x gekommen, konnten das 2 vorklammern und hatten dann im nächsten Schritt nur noch x mal e hoch x und von x mal e hoch x sind wir zu 1 mal e hoch x gekommen. Es wird also immer einfacher und wenn man so die Möglichkeit hat, den Integranten immer weiter zu vereinfachen, dann kann man die Regel eben auch mehrfach anwenden.